Seit heute ist die L3, die Achstraße in Wolfurt, wegen Umbauarbeiten gesperrt. Wie lange wird diese Sperre dauern? Diese Sperre wird vom heutigen Tage, vom 6. April bis Mitte Oktober dauern. Diese Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten und wird unter Totalsperre durchgeführt. Wie sieht es bei den Bauabschnitten aus? Wie viele Bauabschnitte sind das und welche Straßenteile sind davon betroffen? Es sind zwei Bauabschnitte. Der erste Bauabschnitt reicht von der A14 Unterführung bis Kreuzung Albert-Lorker-Straße und dauert von 6. April bis Anfang Juli. Und der zweite Abschnitt reicht von Kreuzung Albert-Lorker-Straße bis Paulus-Ende, das heißt bis Vizkurve. Aber es ist noch geplant, im Bauabschnitt 2 die Kreuzung vor Schulbeginn für den Verkehr freizugeben, dass der Verkehr Richtung Kennelbach und Wolfurt frei ist. Welche Arbeiten werden hier bei der Straßensanierung durchgeführt? Die Baumaßnahmen sind, wie Sie sehen, ist die Straße in sehr schlechtem Zustand. Deswegen wird der Froschkoffer ausgetauscht, neue Entwässerung eingelegt, dann die Beleuchtung erneuert und der Belag saniert. Welche Umleitungen gibt es? Also welche Ausweichrouten haben die Autofahrer? Für den überörtlichen Verkehr, für die überörtliche Umleitung haben wir das Ganze über die Landesstraßen durchgeführt. Das ist die L16. Dann über die L16 Richtung L190 und dann L13 Richtung Kennelbach. Wie wird der Busverkehr umgeleitet? Für den Busverkehr, die im Baustellenbereich ist, das ist die Linie 13a, die Linie 20 und die Linie 35. Die werden über örtliche Gemeindestraßen umgeleitet.